Mehr. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben auch schon direkt Besuch wieder hier. Ja, wir wollten ja eigentlich heute looten gehen, ein bisschen was zusammen erleben. Jetzt erleben wir doch wieder was zu Hause. Bei dir auch welche? Ja, Lootback. Welche Seite sind die vorne? Vorne, ja. Ich gehe jetzt mal runter. Ich gehe mal hin zu denen. Ich komme hier. Oh Gott, jetzt bin ich hier unten an. Da bist du. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich. Hast du da. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das Dings machen soll hier mit der Treppe. Vielleicht mache ich das hier hinten. An meinem Gewächshaus. Einfach. Hier. Dass du da dann reingehst oder hoch gehst? Ja, hier, ja. Ist doch hoch genug, oder? Ich komme jetzt gerade nicht zu dir, warte mal. Hier hinten am Gewächshaus und da dann die Tür quasi. Ja. Ja, kannst du machen. Du kannst ja hier die Leiter ransetzen, ne? Oh, hier ist schon wieder eine Schreierin. Aber ich weiß nicht wo. Wir beziehen Posten. Da ist sie! Sie ist tot. Alles klar. Ja, das haben wir doch souverän gemeistert hier. So, ich packe jetzt noch einmal schnell meine Sachen aus der Tasche. Das kann weg. Weißt du was? Obwohl, das kann weg. Wie viele Leiterdinger müssen daran? Zwei? Du musst zwei von unten freilassen, auf jeden Fall. Damit die da nicht raufkommen. So, Thunfisch haben wir noch. Oh, lecker. Lecker Fisch, du. Also, kannst du gleich mal gucken dann? Ja. Ich habe kein Holz mehr. Warte. Rezepte, Wasser, Bier. Kostet mich 2 Minuten. Ich brauche Holz. Ich habe keins. Das ist nur eine Leiter da dran. Ne? Das habe ich. Was war noch? Die Jetons können raus. Bruchsand will ich ja sowieso sammeln. Die Spritze habe ich noch. Die kann weg. Die Rahmenform können wir eigentlich wieder zu Holz machen erstmal. Dann haben wir da ein bisschen Platz. Das bringen wir gleich rüber. Kohle nach unten. Wie viel Holz haben wir denn noch drinne? Unten in den Kisten? Ja. Oh, das müsste eigentlich noch 18.822 plus 4. Kannst du mir mal ein bisschen Holz mitbringen, bitte? Ja, wie viel möchtest du haben? 3.000? Ja. Oder warte, ich bringe 821 mit. Mhm. Und 3.000. Aber dann ist da eine glatte Summe. Das gefällt mir besser. Das kann raus, das kann raus. So, das nehmen wir mit. Eisen drüben. Wegsortieren. Mitnehmen. Mitnehmen. Wegsortieren. Die 4 Sachen. Das nehmen wir auch mit. Und das behalten wir in die Tasche. Das sortieren wir auch mit weg. Das behalten wir im Rucksack. Messer, man weiß ja nie. Und das ist für Jasmin. So. So, wo bist du denn? Hier. Ja, das mit deiner Tür ist ein bisschen doof hier, ne? Wenn die, ja. wenn die auf ist, dann. Ja. Ich glaube, ich muss das ja auch noch mal ein bisschen. Ach, irgendwie gefällt mir das nicht, weil ich jetzt gar nicht mehr schießen kann von hier. Jetzt ist die Mauer genau. Die Mauer muss ich weiter. Müsste ich weiter hier rein. Du meinst die Mauer genau unter dem Gitter machen? Ja. Ja, aber dann hast du auch keine Mauer mehr, ne? Ja. Aber die Mauer muss ja auch nur 3 hoch, damit da keiner mehr rüberkommt. Oder 2 hoch reicht, glaube ich, sogar schon. Ist egal, ich will die so aber hochlassen. Achso. So, Ach, egal. Ich lass das so. Wie
bisschen Eisen noch einschmelzen, wenn das Holz eh noch glüht. Und wie viel Stein haben wir hier noch drin? Oh, ein bisschen ist noch, ne? Wo hast du denn das Holz jetzt? Habe ich dir doch gegeben. Hä? Nö. Ich hab's doch hinter dir hingelegt und dann habe ich gesagt, liegt da, dann hast du dich umgedreht. Nee, ich habe nichts gehabt. Okay, liegt das da noch? Nein. Ja, sonst würde ich doch nicht fragen. Ja, dann ist weg. Hey, hier lag aber nichts. Genau da, wo du stehst. Ja, hier lag aber nichts. Ich stand ja hier. So, das. Wollen wir denn erstmal losziehen? Ich brauche jetzt Holz. Was willst du denn machen? Ja, die Mauer stabiler. Dann ist es ja gleich wieder ab. Weg. Aber ich dachte, wir wollen gleich los. Ja, fahr doch. Ich dachte, du kommst mit. Wollte noch deine Quest machen. So, Essen muss ich nur mitnehmen. Kürbisbrot. Also du kommst nicht mit, ja? Ich will erstmal hier meine Basis machen. Jetzt gehe ich ja wieder drauf. Du hast doch überlebt. Ja, gerade so. Na gut, dann gehe ich halt wieder alleine auf Tour. Ohne Jasmin. Ja, die würden mir bestimmt meine Mauer jetzt kaputt schlagen. Dann. Nee, nicht, wenn du nicht da bist. Dann ist kein Zombie da. In welcher Ecke war jetzt das Wohngebiet, wo wir wieder Loot hatten? Da ist der Händler. Oh, ich bin so blöd hierfür. Irgendwie ist das hier heute nicht mein Tag, ey. Ja. Das kann sein. Nee, ist so. Dann fahr doch mit mir einfach durch wunderschöne Gärten. Ah, hier der Baumarkt. Da könnte ich auch mal wieder reingucken. Da bin ich ja schon eine Weile nicht mehr gewesen. So, bestimmt wieder guter Loot gekommen. So. Oh, welche Farbe haben deine Augen? Dunkel, cool, schwarz. Aber das war nicht der einzige, oder? Nee. Ah, da ist er ja. Hallo. Ein Grund, den Kopf zu verlieren. Ich räume hier nur ein bisschen auf. So. Oh, Reinigungsfirma. 8 Blei. Ah, immerhin. Oh, sind die aus Messing? Das mit der Leiter geht jetzt so, ja? Ja. Und da kommen die jetzt nicht hoch? Nee. Ist das Messing? Sieht schlecht aus, oder? Ach, nur Eisen. Hm. Gut. Naja. Ein paar mechanische und elektrische Komponenten können wir ja auch gebrauchen, ne? Würde ich sagen, nehmen wir die auch noch mit.
Hauptsächlich brauchen wir Mapping, Stein. Stein ist immer wichtig. Solange wie wir in der Bauphase sind, können wir alles mitnehmen. Mitch. So, Holz nehmen wir auch mit, hier ein bisschen Brennholz. Na du Überflieger! Oh Gott. Augenfarbe gefällt mir nicht. Bitte bleiben Sie einen Schritt zurück. Danke, Sir. Hm. So, was können wir hier noch abbauen? Die Kassen könnten wir plündern. Ja, dann machen wir das, ne? Haben wir wieder ein bisschen Eisen. Massig XP und gute elektrische Komponenten. So. Schade, dass man den Schlüssel nicht abziehen kann, wenn so eine Kasse bei sich hinstellen und dann abschließen. Dann könnten wir da die Jetons reinpacken. Aber wir können ja, glaube ich, auch ein Safe bauen, ne? Ja. Ja, ist ja für Wertsachen ist ja noch besser. So. Was haben wir denn hier, Feines? Eine Microwave. Oh Gott. Wo? Habe ich mich erschrocken. Aber von wo? Ach, da hinten aus dem Raum raus? Ich habe den nicht gesehen. Lootback. Oh, geil, Messing. Beste. Beste Leben. Antibiotika, Messing. So, ja, Schrank umberührt. Gammelfleisch nehmen wir mit. So. Abracadabra Verschwindibus. Hier könnten wir auch mal die ganzen Big Bags wegschaufeln, ne? Das hört sich an, als wäre hier mehr los. Nein, nein. Ein tödlicher Treffer. So, Big Bags. Was ist denn hier drin? Hier haben wir ein bisschen Lehm. Und Bruchsand kriege ich in einer Tour. Nitrat. Okay. Ach, Nitrat brauchen wir ja auch für Munition, ne? Für Schießpulver. Hier haben wir noch mal ein bisschen Lehm. Nehmen wir auch mit. Warum nicht? Wenn es schon da ist, ne? So. Das können wir noch mitnehmen. So. Guten Dünger. Müll. Lehm, Zement und Stein. Und den hier nehmen wir sowieso mit. Gab aber keinen geschmiedeten Stahl. So, dann haben wir hier noch Stein. Jasmin, komm mal mit dem Gabelstapler. Ich habe hier Pflastersteine. Oh, hä? Ja, ja, sind schon fertig auf Palette gestapelt. Na denn. So, Goldrutentee und Schüsamtee. Hier haben wir noch ein bisschen Dekoration. Ja, genau. Was kriegen wir hier? Eisen, ne? Nehmen wir auch mit. So, Eisen und Rohr. Ne. Das baue ich nicht ab. Was ist denn los mit euch hier? Was ist das für ein Baumarkt? Alles infiziert. Ist ja furchtbar. War wohl ein Griff ins Klo. Aber nur Papier drin. Du bist was? Oh Gott, ich hasse diese Baumarktangestellten. Die sind das Letzte.
Der hat sich schon wieder an mich rangeschlichen. Oh, da ist er mit mir. Ein bisschen Privatsphäre. Nur ein bisschen Privatsphäre. Da kommt er mit auf Toilette. Ich erwarte ja nicht viel, ja? Aber zumindest da möchte ich meine Ruhe haben. Wo war denn hier dieser krasse Loot? Ist halt ein bisschen dumm von der Munition her, ne? Weil ich ja allein unterwegs bin. Aber ich mache ja niemanden Vorwürfe, Jasmin. Oh, ja. Okay, hier wird's wild. Waffe wechseln. Das ist zu viel. Meine Hut ist halt einfach nicht so gut wie deine. Muss sie hier halt ausbessern. Okay, das funktioniert nicht. Erstmal die Augen wegnehmen. Hey, du kleiner Schlingel. Ja, kleinen Moment. Ja, gib mir ein bisschen Verschnaufspause. Wo willst du hin? Oh nein. Ich muss mir mal eine Skischarte machen. Da ist wieder ein Polizist. Lass den mal runter. Ja. Hallo, Officer. So. Das wäre erledigt, Jasmin. Na, siehst du, hast du doch alleine hingekriegt. Ja, gerade so einen Haufen Munition verschwendet. Ja, mir dreimal in die Hosen gekackt. Und das alles nur, weil du mich im Stich lässt. Jo. Aber kein Problem. Ich hab's auch ohne dich hingekriegt. Na, bitte. So, das ist Papier. Will ich Papier mitnehmen? Nutzen wir eigentlich gar nicht, ne? Für Schrotflintenmunition. Ja, aber die stellen wir ja nie her. Oder? Nee. Ab und an. So, was haben wir hier noch? Da oben. Oh. Wunderschöner Zement. Ach, herrlich. So, das nehmen wir noch mit. Weil wir gierig sind. Mal. So. Oh, herrlich. Das noch. Aber hier war doch irgendwo so. Ich wäre hier gerade ein Loch runtergefallen und das wäre nicht gut geendet. Also ich sehe jetzt schon, dass mir der Besuch da unten nicht gefällt. Aber der Hauptloot war doch auf meiner Ebene, ne? Da ist ein Rolltor, hier auch, aber das ist verschlossen. Hier kommen wir nicht hoch. Du weißt schon, da, wo ich 8-mal meinen Rucksack verloren habe. 8-mal? Ja, aber was weiß ich, wie oft ich hier gestorben bin. In diesem verflixten Baumarkt. Verflixt? Verflixt und zugenäht, nicht? Er könnte aufstehen, ne? Willen. Also wenn die dir was verkaufen wollen, ne, da sind die aber ganz fix. Herr Gott, noch eins. So, Hauptloot, wo warst du? Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wo der war. Habt ihr euch wehgetan? Oh nein. Ist doch kacke. Ich war noch nicht an den Kisten, an die ich dran wollte. Beide? Ernsthaft? Jetzt reicht's.
spüre die Macht des Knüppels. Irgendwas Gutes? Nee. Ah, Mensch. Oh, hier war ich auch noch nicht. Au, ah! Hm. Jasmin? Ja? Wenn du irgendwann mal vorhast, den Stacheldraht zu springen, ne? Mm-mm. Tu's nicht. Hatte ich auch nicht vor. Es könnte wehtun. Du könntest bleibende Schäden davon tragen. Oh, schlimmer kann nicht mehr werden, ne? Ach, da drinnen war das, ne? Ach. Ja, Gesundheit. Hm? Was? Erstmal vorbereiten. So, so. Da kann nichts hin. Schön. Hat sich ja gelohnt. Da passt auch nichts hin. Das ist das Blech im Weg, ne? Okay. Der Hauptloot ist noch nicht zurück. Nee. Im Baumarkt, nee. Und sonst war jetzt hin, oder was? Nee, ich habe gut abgeräumt hier. Und die Kisten sind voll. Hm. Zum Beispiel habe ich einen Forger Head gefunden, Pflastersteine. Jetzt gucke ich in die Autoseile-Kiste. Da sind Tool-Stitches, Benzin und ein Reifen. Darunter in der Kiste habe ich noch eine Buchladenkiste. Da habe ich noch einen Forger Head und Tool-Stitches. Und ich kann jetzt den Schmelztiegel herstellen. Also 5 von 5. Ja, ist doch gut. Ja. Sowas passiert, wenn man looten geht mit mir. Ja. Gut, wo könnte ich noch hingehen? Lohnt sich das noch jetzt irgendwo hinzugehen? Hier großartig. Hm? Was habe ich denn jetzt in der Tasche? Dann komme ich jetzt mal nach Hause, mache den Schmelztiegel und meine Luke. Siehst du, da war ja noch was. Und dann werde ich nächste Folge mal mir noch schnell eine Quest holen und die werde ich dann im Anschluss machen, egal wie spät es ist. Ja, du bist da anders als ich. Mach doch. Außer der Händler hat zu, wenn ich so weit bin, dass ich meine, ich muss erstmal zum Händler. Ich baue gerade lieber irgendwie. Wo haben wir den guten? Die Richtung. Ich hole mir mal eben noch schnell eine Quest. Bevor der gute Mann zumacht. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Verdammt. Ah! Jasmin, ich hab's nicht geschafft. Ich wollte gerade richtig cool einen Bunny Hop durch so ein, durch so eine kaputte Mauer machen, aber das war leider nichts. Hm. Du solltest dir besser nicht angucken, wie ich fahre. Hm. Hm. Wenn du so fährst, wie du Auto fährst, dann ist es schrecklich. Wieso? Ich fahre doch gemütlich. Hm. Dir kann man es nicht recht machen, ne? War nicht so schnell. Kannst du mal Gas geben? Mhm. Du willst ja immer, dass ich so schnell fahre. Da kann ich dem Getreide gar nicht beim Wachsen zugucken. Außer auf der Autobahn. Da ist immer wieder, fahr nicht so schnell. Ja. Jo, wo ist denn hier die Tür? Händler Reck. Aha. So, hier Fahrrad einmal einstecken. Wollen ja nur eine Quest holen, ne? Oder haben wir noch was zu verscherbeln? Guten Mann, guten Tag, junger Mann. Time is money, and I'll wager you don't have any.
Händlerroute öffnen. Sag mal, hast du irgendwelche anderen Aufgaben hier? Stufe 3. Also, wir gehen mal auf Stufe 2. Nur nach Stromzufuhr wiederherstellen. Das haben wir noch nie gemacht. Wie viel Munition haben wir? Doch, haben wir, aber ich hab's verkackt. Ja, das meine ich ja. Wir haben es noch nie gebacken gekriegt, was wir da machen müssen. Hast du denn schon angefangen, Munition herzustellen? Nee, mit was denn? Okay. Dann mache ich nur abholen, hey, säubern erstmal. Ich habe Messing und Blei eingeschmolzen. Ja, weil ich würde gern, also wenn ich diese Nachtmission mache, dann möchte ich schon Munition mitnehmen. Warum? Männliche Intuition. Meine Eier sind mindestens dreimal so dick, wenn ich eine geladene Waffe dabei habe. Ah, so. Ja, ja. Ich dachte schon, du hättest Angst. Nee, das ist ein pures Ego-Ding, ne? Da habe ich aber so eine Cojones. Ja, das ist halt so ein Männer-Ding halt, ne? Die Amerikaner wissen, wovon ich rede. Pass auf, dass die nicht gleich vor deiner Tür stehen, ey. Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Glauben ist nicht wissen. Ja, aber ich habe gerade gesagt, dass die dicke Eier haben. Naja, aber die verstehen ja auch viel falsch. Was? Nein, das ist ein ganz ehrliches, gutes Volk. Vor allen Dingen ehrlich. Gar nicht korrupt. Och. Wobei, da will ich mich auch nicht so weit rauslehnen. Also. Ah, heikles Thema, ne? Ja, Themawechsel. Ja, Themawechsel. Wie sind denn deine Tage so? Schön rot? Läuft, ja. Oh. Was ist das für ein Idiot? Ist er rausgelaufen? Oh nein. 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 Werd doch mal sauer und mach mal kaputt. Kapung. Oh, Achtung. Ey. Kapung. Da hat der Dicke aber ganz schön aufgeholt, du. Eieiei. Da hat der mich aber fast aus dem Leben geholt. So, bei der Gelegenheit können wir hier schon mal ein bisschen looten. Ich hätte mal meine Taschen leer machen sollen, ne? Ich Nase. Oh. Haben Sie sich wehgetan, Sir? Oh, jetzt so eine Granate runterschmeißen, ne? Das dauert. So. Oh. So. Oh. Ah! Er passt da nicht rein. Aha. Beweise vernichtet. Oh, göttlich. So, hier haben wir noch einen Topf. Das brauchen wir nicht. Den Topf nehmen wir mit. Können wir zur Not einschmelzen. Trübes Wasser. Da ist nichts drin. Verkohltes Brät. Snack ich mir mal. So, wollen wir oben oder unten anfangen, Jasmin? Wir fangen erstmal hier an. Wir sind ja. Ich fange unten an, habe ich mir überlegt. Ganz unten. So, Schmelzhaft, ein Gammelfleisch will ich jetzt nicht mitnehmen. Wie komme ich denn wieder hoch? Hier entlang. So. Ah, ja, da sind wir wieder. Brauchst du ein dreckiges Muskelshirt, damit du mit deinem prallen Bizeps protzen kannst? Ich? Ja. Nee. Tut denn nicht. Möchtest du ein schönes Sweatshirt haben? Nee, wir müssen hier an.
Na, das sieht doch aus, als könnte da ein bisschen Müll hinter sein. Okay, ein bisschen Holz, Motorrad, Recycle, Dings da, hier Autozeitschrift. Was haben wir hier noch? Boah, trübes Wasser aus der Toilette. Beste. Das wird mir munden. Hopfensamen brauchen wir eigentlich nicht, ne? Schmeiß ich mal wieder weg. Federn, ja, ich kann es ja erstmal drin. Noch habe ich ja Platz. So, jetzt haben wir hier noch Täschchen, Taschenlampe. Scheinwerfer Benzin. Scheinwerfer Benzin. So, was haben wir denn hier? Hinter Tür Nummer 3. Ein Ei. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn das Licht sein lädt. Oh, hier, noch ein bisschen Lesezeitschrift und männliches Benzin. Arbeiterkiste. Oh, die alte schwingt einen Hammer. Get hammered. Das ist voll die Anspielung. Gefällt mir. Get hammered? Die Zeitschrift heißt Get hammered und auf dem Titelblatt ist eine Frau mit einem dicken Vorschlaghammer. Mhm. Die Anspielung finde ich gut. Jo, nein. Was graus. So, das wird ein bisschen wild. Da ist der Gulasch schon mal die Treppe runter. Der Gulasch? Ja. Oh oh. Ja, da musste ich leider schießen. So, Nachzügler. Hammer. Get hammered. So, die Tasche habe ich immer noch nicht gefunden. Hab aber noch nicht wirklich nee, ich muss ja... Was mache ich denn hier überhaupt? Säubere das Gebiet? Ach so, ja. Dachte, ich muss Vorräte holen. Naja, wie dem auch sei, ne? Jasmin, möchtest du ein Flatscreen haben? Nee. Der hat auch HDMI-Anschluss. Kann ich dir denn Gutes mitbringen? Ja. Was hat er denn hier im Wandschrank? Oh, hier geht es ja noch nach oben. Oh, hier geht es ja noch nach oben. Ja, ja. So, was haben wir hier? Noch einen dicken Polizisten? Peter Krupp. Sieht so doof aus. Ja, das war halb so wild. Sind wir mal ehrlich. So, die Seite kriegen wir die auch. Da ist doch eine Tasche. Kurierdings. Ach, da steht's ja. Ja, Vorräte suchen. Habe ich getan. Jasmin, ich musste doch Vorräte holen. Oh Mann, ey. Oh, wer lesen kann, ist gar ein Vorteil. Ja. Jetzt passt meine Munition hier nicht rein. Weg mit den Rotz hier. Munition ist wichtiger. Warte mal, wenn wir hier was essen. Hier sind ein paar Mods, aber ein bisschen was, was wir verkaufen könnten. Schatzkarte, gut, machen wir vielleicht irgendwann mal wieder. Wir können ja das Metall ein bisschen zerlegen. So. Alles rein, weil es nicht mitgeht, nicht? Nicht, nicht. Nicht, nicht. So, haben wir hier noch ein Safe? Ich habe ein paar Dietriche. Hier ist schon wieder irgendwo einer. Hier war ich doch auch noch nicht, ne?
Was haben wir denn hier im Badezimmer? Eine Kartoffel. Kartoffel gegen Kochtopf nehmen wir nächstes Mal mit. So. Nägel. Ein trübes Wässerchen. Klub, Papier. Oh, hier noch irgendwas drin? Okay. Und. Geht's dahinter weiter? Hier ist ein versteckter Raum. Habe ich den schon mal gefunden? Ich weiß das gar nicht mehr. Ein verborgener Vorrat. Oh, mit Munition, Schießpulver, Schrotkugeln und 500 Jetons, Jasmin. Ich schmeiß mal das weg. Das Papier. Gott, ach, Kacki. Den Lehm. Und Gammelfleisch. So. Meine Wenigkeit ist glücklich. Ich gehe nach Haus. Ich gehe nach Haus. Es kommt der Klaus. Er geht nach Haus. Rabbimmel, rabammel, rabum. Und Briefkasten habe ich gar nicht gesucht. So. Achso, ich wollte ja meine Luke einbauen. Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Wenn ich jetzt zum Händler fahren würde. Andere Richtung. Nee, aber komm, wir fahren nach Hause. So, wo wohne ich denn? Da. Nee, warte, das ist der Händler. Wo wohne ich? Wohne da. Da ist mein Bett. So, jetzt kommen wir zurück und dann sehen wir, Jasmin wohnt nicht mehr, sie lebt schon. Oder wohnst du noch oder lebst du schon? Wirst du ja gleich sehen. Ja. Er ist ja Fort Knox. So 28 Block hohe Mauer. 5 breit. Komplett aus Beton. Nee, da so weit bin ich noch nicht. Leider. Wie breit machst du die Mauer? Nur einen Stein so gesehen, oder? Hä? Hast du vorhin gesehen, wie weit ich gemacht habe? Nee, ich meine, ja, egal. Hä? Nee, egal. Naja, schließt du noch bei mir an oder so? Ja, nee. So, cool. Ja, Jasmin hat uns ausgesperrt. Jetzt müssen wir ja hier rumgehen. So, dann können wir gleich mal die Luke mitnehmen. Hey, ihre Türen sind alle so... So. Das hatte ich schon geplündert. Das kann ich jetzt nicht einstecken. So, jetzt müssen wir einmal durchschauen. Blei. Eisen würde ich selber gerne einschmelzen. Stein brauche ich. Das brauche ich. So. Aber wir können aussortieren. Ne, den Lehm haben wir weggeschmissen. Alles, was da reingeht. Alles, was hier reingeht. Erst recht, was wir da reinstopfen. Was haben wir denn noch hier? Nähsets. Mod. Hab ich bei mir Stufe 6? Ich könnte hier noch mit rein. Nee, du kannst ja nicht doppelt, ne? Wo denn? Irgendwas noch drin, was hier unten hingehört. Nee. Ja. So. Und? Aber meinst du nicht, dass die hier hochkommen an der Leiter? Nee. So sind sie doch vorher auch nicht. Aber die andere war nicht so tief. Doch. Die hatte nur 2. Ja, wenn du jetzt noch höher gehst, kommst du selber nicht mehr hoch. Habe ich festgestellt. Oh. Ja.
Ach, ja. Hm. So, Schrotpatronen kommen damit rein. So, dann nehme ich mir das hier wieder raus. Kann ich noch ganz gönnen. Dann habe ich noch eine Dose mit wunderschöne Lammration. Ja, war das so. Pfeile. Ich werde auch mal voller. Oh, ey. So, das geht noch zum Händler. Schießpulver kommt auch mit bei der Munition mit rein, ne? Okay. Ist schon wieder da. Ja, die ist sehr penetrant, finde ich. Sehr penetrant. So, Messing. Irgendwann brauchen wir mal Messing und haben keins, aber ich schmeiß dir das trotzdem in die Kiste. Und dann... Wir müssten mal zum Händler und anfangen, Sachen zu verkaufen. Ja, ich brauche noch einen Hausammler hier, dieses Ding dafür. Den Wasserfilter. Jupp. Warte, 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 ich habe auch, ich weiß ja nicht mal, wo sie ist. Bei mir. Nee. Doch. Hast du Dingsfallen? Stachelfallen, ja. Ah, okay. Die ist doch hier im Loch drinne. Dann ist sie, tot. Wollte ich gerade sagen, dann ist sie schon tot. Ja. Was wollte die denn bei mir? Wollte die sich reinprügeln? Ja, die hat da irgendwo gegengehauen. Also unter diesem Aspekt werde ich hier nochmal Stachelfeilen platzieren, die Reihe lang. Oder so eine Dartpfeile hier vorne noch als Front. Das wäre natürlich, das wäre ein Ding, ne? Das wäre geil. So, 42 Minuten, wir bauen jetzt aber noch schnell diese Klappe an und dann gucken wir mal, wie das funktionieren würde. Welche Klappe? Ich habe eine Klappe gemacht. Ich habe eine Klappe gemacht. Oh, bist ja doof, ey. Ja, jetzt wollen wir mal rübergehen hier. Da muss ich ja noch was wegprügeln. Ja, da komme ich nicht mehr raus. So. Wieso habe ich denn heute wieder keine Ausdauer? Kommt jetzt ein bisschen blöd, weil ich ja da was wegprügeln will. So, wenn wir den... Erstmal, passt das? Ja. So müsste auch richtig sein, ne? Aber ist der... Ja, der muss ja auch mittig sein. Ja doch, man sieht ja die Textur hier. So. Den nehmen wir einmal weg. Der hat 5000 HP. Ich weiß gar nicht, was die Luke hat. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die so teuer ist. Oh, ich hoffe, ich muss die nicht wegprügeln, weil die falsch rum aufgeht oder sowas. Dann kotze ich aber richtig ab. Hm. Das wäre so doof. So. Also das Scharnier ist ja da, ne? Ja, geil. Nice. Und dann könnte ich während des Blutmondes hier kurz hingehen. Puff, puff. Komme ich denn daran? Warte, ich teste das gleich komplett. Ach. So. Mist. Wo ist ja mal wunderschöner Nagelschussapparat? Deiner Hoss. Ja, jetzt habe ich den in meinem Gürtel. Sagen wir in meinem Gürtel. So, wenn ich jetzt hier vorgehen würde, ich käme hin. Nee, du kämst hin. Das ist Beton. Du kämst hin, ja. Hm. Oh nein. Ach komm. Leck mich doch am... Ah, doch. Ich muss noch dichter ran. Oh, da muss ich aber ganz schön dicht ran. Okay. Also es wird ein gefährliches Unterfangen, den während des Blutmondes zu reparieren. Wie weit... Scheiße. Und das unter Stress. Oh nein.
Jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Eieiei. Möchte ich unter den Aspekten hier vielleicht breiter gehen, die Ecke, damit ich hier vernünftig stehen kann? Weil wenn ich beim Blutmond hier runterfalle, dann bin ich ja voll am Arsch. Nur Beton. Ja, guck mal, wo ich... Alter, ich muss hier hinten stehen. Ich komme immer noch nicht ran. Ich fall gleich runter. Ei. Sieht jetzt aus mit dem abgerissenen Haus, ey. Boah. Alter. Ach, ich kann ja hier gar nicht ransetzen, ne? Weil das mittlerer Pfosten ist. Du kriegst das. Du kriegst die Tür nicht zu. Manchmal ist das doof gemacht, finde ich. Ja. Auch mit dem Tausammler hier und mit diesen Gewächshäusern, dass ich das hier nicht oben hinstellen kann. Okay, das ist riskant, aber da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also die Luke würde ich lassen auf jeden Fall. Aber ich muss mir noch was einfallen lassen, wie ich da sicher hinkomme an die Klingenfalle. Damit ich die beim Blutmond reparieren kann. Muss mal einmal auf Toilette. Angenommen, wir würden... Ach, wir sind schon wieder so weit, ne? Also wir nehmen schon wieder so lange auf. Wenn wir hier hinten... eine elektrische Klappe nehmen, da einen Schalter und die dann quasi hier aussperren würden. Wir würden hier die Klappe hochmachen, dass die nicht hier hinkommen. Damit ich dann ganz in Ruhe, in der Hoffnung, dass ich nicht runterfalle, mich keiner anspuckt und kein Vogel kommt, dass ich ganz in Ruhe hier hingehen kann. So. Ohne, dass einer zu mir kommt. Um festzustellen, dass ich ihn nicht reparieren kann. Das ist doch, ich muss echt so weit zur Seite. Das ist nicht die Lösung. Okay, also, boah. Also die Luke lassen wir auf jeden Fall. Die würde ich nicht wegnehmen. Was hatten die eigentlich an, Nee, die bleibt definitiv. Nee, natürlich kein Stahl. Die bleibt auf jeden Fall. Hier müssen wir auch noch aufwerten, sehe ich gerade. Oh. Im Beton. Ja, die lassen wir auf jeden Fall hier, aber irgendwie muss ich da noch hinkommen. Dass man das noch reparieren kann. Ja, nach unten gehen wäre halt kacke, ne? Also ich hätte hier ungern so einen Steg darüber, weil den fallen die da rauf und kloppen mir hier gegen die Wand. Ja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir noch was... Irgendwas müssen wir da noch machen. Ach, schön. Habe ich nicht auch Beton wieder? Ach, ist egal. So, die Folge ist lang genug. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir konnten euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Amüsant vertreiben, hoffentlich. Wäre im Optimalfall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaltet morgen wieder ein. Wir sind wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.